bis am 30. September das Dortmunder Oktoberfest auf den Wischinger Wiesen wieder eröffnet wird, gibt es noch viel zu tun, denn es wird ein neues Zelt präsentiert. Hallo liebe Freunde, ich möchte euch einladen, mal hinter den Kulissen des Dortmunder Oktoberfest zu schauen. Wir werden mal den Aufbau begleiten für diese große Veranstaltung, die am 30. September beginnt. Wir werden Interviews führen, unter anderem mit dem Cheforganisator Nils Linke. Also wir haben die letzten 3 Jahre genutzt, haben am Reißbrett ein neues Zelt konzipiert. Die Bühne ist jetzt in der Mitte, sodass alle Gäste näher an den Künstlern sitzen und einen besseren Blick auf die Bühne haben. Wir haben die Spannweite zu 2019 vergrößert. Wir hatten früher ein Zelt, das war 30 Meter breit. Jetzt haben wir ein Zelt, das 40 Meter breit ist, ein bisschen kürzer. Wir haben verschiedene neue VIP-Bereiche. Zum einen natürlich den siebten Himmel. Da sitzt man wirklich erhöht, quasi auf derselben Höhe, wie die Künstler auf der Bühne stehen, sodass man da einen super Blick über die feiernden Massen auf die Bühne hat. Und wir haben neue Holzpergolas im Zelt, leicht erhöht, die seitlich hier am Zelt stehen. Die haben wir neu bauen lassen und ja, wir sind gespannt, wie es am Ende aussieht. Ich glaube, da kann man gut feiern. Die Festwiese im Revierpark Wischlingen wird nun vorbereitet für das Dortmunder Oktoberfest. Seit dem 19. September wird nun fleißig gebaut. Zahlreiche LKWs brachten die einzelnen Bauteile des neuen Zeltes zum Revierpark. Ein wichtiger Punkt beim Aufbau ist natürlich die Konstruktion für das Zelt. Der Boden muss gleichmäßig ausgelegt werden, sodass auch während der Veranstaltung später keine Stolperfallen entstehen können. Nicht nur die Mitarbeiter der Zeltfirma, die verantwortlich für den Aufbau des Oktoberfestzeltes sind, sondern auch Mitarbeiter der Firma um Nils Linke herum. Sie sind jetzt kräftig schon aktiv, um jederzeit Hand anzulegen. Knapp 2 Tage dauerte das, um den Fußboden für das Zelt vorzubereiten. Wir haben einen neuen Zeltbauer direkt aus Holland, der sonst große Festivals mit Zelten bebaut, wie Parukaville, Tomorrowland etc. Und ja, da haben wir das neue Zelt her. Damit sind wir am Montag gestartet. Heute ist der Kran da, stellt das große Zelt auf, wie man im Hintergrund sehen kann. Und dann kommen die Nebenterrassen, die Toilettenanlagen, die Kühlanlagen, die Zapftechnik in den nächsten Tagen, die Veranstaltungstechnik, Backstage-Bereiche. Im Hintergrund wird gewirbelt, werden Plan für die Seiten in einer schönen Holzoptik vorbereitet. Neue Stoffe wurden in den letzten Wochen genäht, kilometerweise Naht gesetzt. Ja, und wir freuen uns schon richtig, dass endlich wieder losgeht. Und die Besucher werden es merken, denn das Zelt ist größer als in den letzten Jahren. Das neue Zelt hat eine Spannweite von 40 Metern, also ist 10 Meter breiter als das Zelt, wie wir es aus den letzten 9 Jahren vor der Pandemie kennen. Dadurch haben wir ein bisschen mehr Luft. Das Zelt ist 70 Meter lang, sodass wir auf eine Gesamtquadratmeterzahl kommen von 2800 Quadratmeter Hauptzelt. Dazu kommen natürlich weitere Zelte für Zapfanlagen, Zapftechnik, Theken und so weiter und so fort. Backstage-Bereiche, Küchenzelt. Wir haben ja dieses Jahr wieder das Dortmunder Restaurant Tante Amanda dabei, was hier unsere Gäste mit leckeren Speisen verköstigt. Und drumherum bauen sich natürlich auch die Schaustelle auf. Wir haben wieder die leckeren Brezeln, wir haben Crepe, wir haben Süßwaren wie gebrannte Mandeln, Lebkuchenherzen und vieles mehr. Und das entsteht hier in den nächsten Tagen. Als nächstes wird jetzt heute noch das Dach vom großen Hauptzelt eingezogen. Vielleicht geht es schon mit den Seitenwänden weiter und den Nebenzelten. Und ja, dann geht es demnächst mit dem Innenausbau weiter. Und da gibt es jetzt viel zu tun. Nicht nur, dass das Zelt echt bayerisch geschmückt wird, sondern man hat sich dies Jahr einiges Besonderes einfallen lassen. Und bei dem Innenausbau kann sich Nils Linke auf ein professionelles Team verlassen, was sehr wichtig ist, wenn es am 30.09. losgeht. Freitag geht's los und natürlich ist man ein bisschen nervös. Das letzte Mal abgebaut haben wir vor über 1000 Tagen, 2 Jahre kein Dortmunder Oktoberfest. Aber mehr als die Nervosität wiegt natürlich die Vorfreude und wir freuen uns riesig, das gesamte Team und ich. Der Aufbau des Zeltes hat ja alles hervorragend geklappt. Auch die Außenzelte sind angebaut. Was ist denn jetzt eigentlich in den letzten 2 Tagen passiert? Ich habe gerade über die Außenzelte gesprochen.
Jetzt gibt es ja Außenzelte hier. Wir stehen jetzt gerade ja im 7. Himmel vom Hauptzelt, haben einen idealen Blick ins Hauptzelt. Die Boxen stehen hier schon im Hauptzelt. In der Mitte steht die Bühne. Man sieht hier vom 7. Himmel hat man einen idealen Blick über das feiernde Innenschiff auf die Bühne, auf die Künstler. Und dann gibt es natürlich Anbauzelte für die Zapftechnik, für die Küche von Tante Amanda hier, dem Dortmunder Restaurant aus Dortmund-Mengede. Und ja, es passiert viel. Die letzten Tage ist hier der Innenausbau gestartet, die Wände wurden verbrettert, die Holzboxen wurden aufgebaut, die Bühne wird gerade gebaut, die Lichttechnik und Tontechnik installiert, die Kameratechnik von Event Live installiert, sodass wir am Ende hier ein schönes Fest zusammen feiern können. Wenn man hier unter Decke schaut, da sind da Riesenbahnen. Ja, das sind komplett neue Stoffe in der Optik, wie wir es kennen, aber fürs neue Zelt, das Zelt ist ja breiter. Früher war das Zelt 30 Meter breit, jetzt 40 Meter breit, da haben die alten Stoffe nicht mehr gepasst. Und so haben wir über 1,5 Kilometer neuen Stoff geholt. Die mussten natürlich genäht werden, heißt ja knapp 2,5-3 Kilometer Naht gesetzt werden. Das waren natürlich Vorbereitungen, die schon in den letzten Monaten gelaufen sind. Im Moment ist das Zelt ja eigentlich noch leer. Es werden aber Bierzeltgarnituren aufgestellt. Kannst du uns sagen, ungefähr wie viele Bierzeltgarnituren hier verbaut werden? Also wir bauen hier für 4000 Besucher knapp 400 Bierzeltgarnituren auf. Das heißt 400 Tische, 800 Bänke. Ne, so Bierzeltgarnituren klappt man ja auf. Das werden dann 2400 mal aufklappen. Das wird heute Nachmittag, im späten Nachmittag, sicherlich hier die Hauptaufgabe. Es gibt natürlich hier Zapfanlagen, die installiert werden müssen. Wie läuft das System ab? Gibt es da noch Fässer oder habt ihr da eine andere Art, das Bier schnell für die Gäste bereitzustellen? Also wir zapfen ja direkt aus den Containern. Da stehen zwar Fässer drin, da sind mehrere Fässer in eine Reihe geschaltet. Da ist ein Kollege in den Containern, der permanent die Fässer umkeckt, weil hoffentlich bringen alle viel Durst mit, damit der Kollege viel zu tun hat. Das hört sich natürlich gut an und alle freuen sich natürlich auf das Programm. Ich glaube, der Freitag ist so gut oder ist ausverkauft. Also für Freitag, Mickey Krause zum großen Fassanstich, gibt es noch wenige Restkarten an der Abendkasse. Ansonsten ist der Tag ausverkauft. Für den 1.10. gibt es noch Tickets online für uns und natürlich auch an der Abendkasse. 2.10. gibt es noch Tickets. Mia Julia, da muss man sich dran halten am 7.10., da ist es so gut wie ausverkauft und am 8.10. feiern wir dann hier das große Finale mit Olaf Henning. Da gibt es noch ein paar Restkarten, die kann man jetzt buchen noch unter www.oktoberfest.nrw. Nils, es gibt immer noch Anfragen, wie kann ich denn feiern? Kann ich hemmungslos richtig Party machen, wie wir es eigentlich vor 2 Jahren hier gemacht haben? Aktuell sieht das wirklich so aus und wir gehen davon auch aus. In München finden aktuell die Wiesn statt, in Stuttgart die Vasen. Riesenvolksfeste mit Millionen von Zuschauern und die funktionieren auch komplett ohne Auflagen und wir gehen hier von keiner einzigen Auflage aus. Das Infektionsschutzgesetz, was bis jetzt beschlossen war, ist natürlich ein Werkzeugbaukasten für die Politik, aber davon wird aktuell ja noch nichts umgesetzt. Die Inzidenzen sind verhältnismäßig niedrig. Ich hatte heute Morgen nochmal nachgeguckt. Die Hospitalisierungszahlen, das ist alles im grünen Bereich. Ja, liebe Freunde, wir sind in der Endphase des Aufbaus des Dortmunder Oktoberfests. Nils Linke lächelt mittlerweile und man sieht also, viele Tische sind schon hier aufgebaut. Wie zufrieden bist du bis jetzt? Ja, bis jetzt läuft super. Wir sind gut im Zeitplan. Es sind nur noch ein paar Kleinigkeiten, die erledigt werden müssen. Ein bisschen Schönschliff und dann können wir ja Freitag direkt starten und haben dann ein volles Zelt. Nils, auf was muss der Besucher achten, wenn er am Freitag den ersten Tag erleben kann hier auf dem Dortmunder Oktoberfest? Also das Wichtigste ist natürlich, gute Laune mitzubringen. Nach 2 Jahren Pause dürfen wir endlich wieder feiern hier im neuen Zelt. Und ganz wichtig, wir haben eine Kleiderordnung. Das heißt, man sollte im Dirndl oder in Lederhose kommen. Wenn man keine Lederhose hat, wir zwingen keinen dazu, eine Lederhose zu holen, dann Jeans und ein schönes kariertes Hemd zum Beispiel, damit man auch Einlass hier erhält. Wie sieht das mit der Gastronomie aus? Es wird im Moment über die Preise diskutiert. Was hat sich hier verändert auf dem Dortmunder Oktoberfest? Also, die Gastronomie ist natürlich genauso gut wie immer. Wir haben
Zum Glück, also wir kennen ja die Diskussion aus den Medien, dass Servicekräfte und Personal in der Gastronomie wirklich schwer zu finden sind. Wir freuen uns, dass wir genauso viel Personal stellen können wie in den letzten Jahren, dass wir einen guten Service an Tischen und an den Theken gewährleisten können, dass wir kaltes Bier haben. Und ja, die Frage kriege ich häufiger, das Maßbier wird ein bisschen teurer, liegt jetzt bei 12,50 Euro in diesem Jahr. Auf der großen Showbühne hier auf dem Dortmunder Oktoberfest wird es losgehen am Freitag mit Micky Krause. Dann am Samstag wird zu Gast sein Anna-Maria Zimmermann. Und am Sonntag, das ist der Tag vor der Deutschen Einheit, wird zu Gast sein Peter Wackel und Alm Klausi. Dann macht das Oktoberfest ein paar Tage Pause. Und am Freitag, den 7.10., geht es los mit Mia Julia und den Abschluss. Am Samstag wird dann hier live auf der Showbühne Olaf Henning bestreiten. Also es lohnt sich auf jeden Fall, in den nächsten Tagen mal hier vorbeizuschauen. Und wir werden auch regelmäßig hier vom Dortmunder Oktoberfest berichten, was hier abgeht, wie die Stimmung ist und natürlich auch, wie natürlich die Künstler hier ihren Auftritt genossen haben, denn wir versuchen natürlich mit allen Künstlern, die vor Ort sind, hier Interviews zu machen. Es lohnt sich auf jeden Fall, vorbeizuschauen oder auch unsere Reportage hier zu schauen, um mal gucken, was es gibt auf dem Dortmunder Oktoberfest, auf den Wischlinger Wiesen hier in Dortmund. Wir freuen uns auf 5 Tage Oktoberfest. Wir kommen direkt von München, hier jedes Jahr und nun schon zum 9. Mal. Und jetzt wirklich alle, auch die, die besoffen sind, die kriegen die Masse und die kriegen ein Prosit, der Gemeinde.